Hallo ihr Lieben, ja schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Ich habe mir gedacht, wir schauen jetzt nochmal auf die Wochentendenzen und schauen mal, was hier so die Woche über los sein kann. Bitte bedenkt natürlich, es ist ein allgemeines Reading. Es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Und falls du mir in einer anderen Konstellation zuschaust, dann drehst du einfach um. Und das Reading ist zeitlos, bedeutet dann, wenn du es findest, kann es für dich eine Bedeutung haben. Ja, vielen, vielen lieben Dank auch nochmal für all eure Likes, Kommentare und Abos, die ihr da lasst. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Und natürlich auch vielen, vielen lieben Dank für jegliche andere Wertschätzung, für all eure Spenden und das, was ihr mir über Amazon schickt. Danke, danke wirklich von ganzem Herzen, ihr Lieben. So, jetzt starten wir. Wochentendenz. Was ist denn so los die Woche über? Hier haben wir schon mal die Welt. Was passiert die Woche über? Ach ja, die 9. Die 9 der Schwerter. Die 9 der Münzen. Sehr gut. Königin der Schwerter. 7 der Schwerter. Der Mond. Diese Karte ist auch noch sehr verdächtig. Die Gerechtigkeit, das Ass der Schwerter, der König der Stäbe und der Magier. So, Odile, das, was ich hier habe tatsächlich für euch, ist, dass es diese Woche ja schon um ein paar Ängste gehen könnte, um ein paar schlaflose Nächte gehen könnten, ja, wo ich aber dir ganz klar sage, das wird nur kurze Momente sein. Grundsätzlich sieht es hier so aus, als ob es eher jetzt ja aufhört, zum Abschluss kommt von schlaflosen Nächten. Vielleicht hast du die letzte Zeit wirklich beschissen geschlafen, du hast dir sehr viele Gedanken über eine Situation gemacht, dass du hattest Angst, ja, auch hier sehen wir die Ängste, die hier definitiv mitspielen können. Es kann hier sich um gerichtliche Termine auch handeln, um behördliche Termine, die du vielleicht auch hast, ja, oder was Berufliches, was dir hier Sorgen macht. Grundsätzlich sehen wir hier so ein bisschen eine betrübte Energie mit drinne liegen, ja, die aber eher aus deinen Ängsten herauskommt, ja. Also es gibt hier wirklich keinen wirklichen Grund, sage ich mal, hier Trauer zu schieben oder tatsächlich, ja, dir Sorgen zu machen, ja. Ich sehe auch, dass du hier eventuell ja, in einer Situation, wo du wirklich richtig Angst hast, versuchst, ja, vor Gefühlen wegzulaufen. Das sehen wir hier mit den 7 der Schwertern. Und da darf ich dich daran erinnern, dass du hier wirklich die Chance bekommst, diese Stricke durchzuschneiden. Das heißt hier etwas, was dich schon länger belastet, ja, dich da von deinen Ängsten nicht irreleiten lassen. Denn wir haben hier wirklich einen super schönen Ausgang, ja, mit dem Magier der Welt und auch den 9 der Münzen. Sehen wir hier wirklich einen grandiosen Ausgang, der hier stattfinden kann. Es geht hier um Versöhnung eventuell, es kann um Nachrichten gehen, die reinkommen vom König der Stäbe, Löwe, Widder oder Schütze. Du selber bist hier Königin der Schwerter, das ist Zwillinge, Waage, Wassermann. Dann haben wir hier ja Krebs noch vom Sternzeichen und ja, der Magier ist auch Zwillinge Energie. Waage haben wir auch noch, aber das ist auch hier drin. Also vielleicht sagen dir diese Sternzeichen was. Ich habe hier den König der Stäbe, der hier gerne mit dir ein klärendes Gespräch haben möchte, der hier auf jeden Fall auch in die Versöhnung gehen möchte. Und es kann auch sein, dass du tatsächlich hier, sage ich mal, einen Rückzieher machst, dass du dich hier aus dem Staub machst. Ja, die 7 der Schwerter ist die typische Verpisserkarte, aber tatsächlich aufgrund von Ängsten. Ja, also ich habe hier auch das Gefühl, vielleicht kommt hier auch eine Einladung rein, weil die 9 der Münzen mit dem Mond kann hier auch eine Einladung sein. Und ja, grundsätzlich bist du da eigentlich auch Feuer und Flamme für, aber hier packt dich die Angst, ja. Also hier packt dich die Angst, wieder etwas zu erleben, wo du vielleicht auch wirklich Enttäuschungen erlebt hast, wo du Verletzungen von getragen hast und das möchtest du natürlich nicht wieder, ne? Deswegen kann es sein, dass du hier wirklich so ein bisschen, ja, den Schuh schiebst, sagen wir es mal so, eher aus Angst. Es kann auch sein, dass du hier dir Gedanken machst über eine Entscheidung, über eine Weiterentwicklung. Du weißt nicht genau, welcher Weg ist richtig,
Auch da sehen wir, dass du hier am liebsten davon abhauen wirst, ja. Aber hier kommt ein Gleichgewicht zustande. Hier kommt wirklich was Schönes, Magisches, Neues rein, was du vielleicht auch jetzt nicht siehst. Wir haben hier mit der Welt auch einen großen Abschluss. Hast du eine bestimmte Frage im Kopf? Ja, vielleicht wird sich ein Mensch melden oder wird das einen guten Ausgang haben? Habe ich hier ein ganz klares Ja drin? Nur deine Gedanken, die machen dir hier diesen Strich durch die Rechnung, ja? Also tatsächlich ist hier so ziemlich viel von ja, getriggerten Ängsten, die die Woche hochkommen könnten und gleichzeitig dich so ein bisschen aus deiner Balance ja, so ein bisschen hebeln könnten. Lass dich davon bitte nicht irreleiten. Das ist hier wirklich eine wichtige Botschaft für all die, die dann merken, in irgendeiner Situation, jetzt kommt gerade die Panik hoch. Ja, dann erinnere dich an dieses Orakel, schau es dir vielleicht auch nochmal an. Denn grundsätzlich haben wir hier wirklich eine schöne Energie liegen. Wir ziehen ja noch weitere Karten und das wird uns dann auch noch ein bisschen mehr verraten, denke ich. Ja, überraschende Einladungen in den Abendstunden. Wie gesagt, kann auch sein, dass du hier was absagst, ja, aufgrund von auch einer Depression. Ja, du fühlst dich einfach nicht, du bist erschöpft, vielleicht auch von der Arbeit oder generell ist hier irgendwie eine Erschöpfung auch wahrzunehmen, ja. Gesundheitliche Themen könnten momentan bei dir von der Seele her kommen, ja, das kriege ich hier auch rein. Und könnten dich so ein bisschen ausnocken, beziehungsweise dich einfach so ein bisschen ja, in die Irre leiten. Ne? Also das haben wir hier. Tatsächlich kann es auch sein, dass du etwas Altes hinter dir lässt und in etwas Neues startest. Ja, oder dass hier ein Mensch aus der Vergangenheit, wie gesagt, wichtig wird. Der König der Stäbe, den habe ich hier schon ziemlich kommunikativ drin. Ich habe ihn hier mit einem fairen Gespräch drin, was hier stattfinden soll. Von seiner Seite, ob du das willst, weiß ich nicht, weil ich habe hier, wie gesagt, zentral die 7 der Schwerter. Es kann auch sein, dass du hier so ein bisschen in der Selbstlüge bist. Ja, das habe ich hier auch noch für den einen oder anderen drin, dass du sagst, ach, mich interessiert das gar nicht. Aber wenn dann eine Nachricht oder eine Einladung kommt, dann bist du doch ziemlich nervös und dann merkst du, dass dich das doch noch ziemlich triggert. Ja, sowas könnte dann die Woche auch noch passieren. Grundsätzlich ist es so, dass er hier einer ist, der schon auch eine gewisse Ausstrahlung hat. Ich habe ihn hier sehr neugierig. Ich habe ihn hier, wie gesagt, sehr kommunikativ. Es kann sein, dass es ein sehr intelligenter Mensch ist. Jemand, der vielleicht auch, ich weiß nicht, weiße Hemden auf der Arbeit trägt oder tatsächlich ja schwarzen Anzug. Das bekomme ich ja auch für den einen oder anderen rein. Das kann auch eine gewisse Uniform sein, was dein Gegenüber hier trägt, ja, damit du vielleicht auch weißt, wen ich hier meine. Ich habe hier eine dunkelhaarige Person drauf für die meisten oder du selbst bist dunkelhaarig, ja, das könnte hier auch wichtig sein. Zu diesen Menschen kommt mir noch rein, dass er sehr, sehr große Hände hat oder sehr, sehr große Füße hat. Das habe ich hier auch noch für den einen oder anderen drin, ja, dass dieser Mensch irgendwie so Richtung 46, Schuhgröße 46 oder sowas geht. Das ist ein größerer Mensch, der mir hier einfach reinkommt vom Bild her, ja. Gleichzeitig habe ich ihn hier von der Figur her sehr stabil und es ist ein anpassungsfähiger Mensch, es ist ein neugieriger Mensch, es ist ein charmanter Mensch, ja, der weiß auch genau, welche Knöpfe er drücken muss, ja. König der Stäbe halt, da hat's faustdick hinter der Ohr. Das muss man dazu sagen. Grundsätzlich geht es hier aber um einen Neubeginn, um eine neue Richtung. Wenn du jetzt sagst, nö, bei mir spielt ein Gegenüber keine Rolle, kann es tatsächlich sein, dass du einen neuen Menschen kennenlernst, ja. Wir haben hier auch so ein bisschen die Meisterschaft drin. Das heißt, es kann auch sein, dass du quasi wirklich in die Aktivität kommst und deine Dinge meisterst, ja. Manchmal ist es nämlich auch keine unbedingte Gegenüber-Energie, weil das kriege ich heute für einige tatsächlich mit rein, sondern dass es deine männliche Energie ist, die hier wirklich die Dinge loslöst, wo Entscheidungen getroffen wird und wo neue Wege eingeschlagen werden und das sehr, sehr selbstsicher, sehr zielstrebig und vor allen Dingen auch sehr durchsetzungsfähig, ehrgeizig, ja. Das habe ich hier auch. Ja, gerichtliche Prozesse können hier friedlich gelöst werden. Das habe ich auch für den einen oder anderen, falls du jetzt vor einem Gerichtsprozess stehst. Du hast hier wirklich Bammel, du hast hier Schiss, dass hier irgendwas passiert, ja. Ich sehe hier aber einen guten Ausgang, muss ich sagen. Also, das sieht hier sehr, sehr schön aus. Ach ja, so, wir schauen mal ein bisschen weiter. Ich habe für die einen oder anderen, eventuell wirst du dir hier auch was Schönes kaufen.
grundsätzlich kann es hier auch tatsächlich sein, weil gerade wirklich irgendwie mein Hals ziemlich spackt, ja, dass hier irgendwas jetzt auch ausgesprochen wird, was lange zurückgehalten wurde. Es fällt diesen Menschen schwer, aber er wird es aussprechen. Bekomme ich hier als Impuls auch noch rein. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass du dir hier eventuell auch etwas Neues anschaffen wirst, ja. Vielleicht auch neue Ziele setzen wirst, worüber du dir auch schon länger Gedanken gemacht hast. Und vielleicht ergatterst du auch etwas Tolles im Internet, ja. Das könnte ja auch möglich sein, die Woche über. So, was kriegen wir denn hier noch? Achso, und du bist natürlich hier die Königin der Schwerter. Das heißt, du bist hier schon ziemlich durchsetzungsfähig. Du bist ja auch straight. Ne? Du hast hier Entscheidungen, die du getroffen hast. Du bist hier aber auch in einer Transformation. Beziehungsweise schließt du hier auch etwas ab. Ne? Das heißt, du hast ja auch wieder etwas dazugelernt. Ja? Und hier geht es auch so ein Stück weit um eine Heilung. Hier geht es wirklich... auch so ein bisschen Meditation können dich hier wirklich gut unterstützen. Ja, die Natur kann dich unterstützen. Auch das gehört hier zu deinem Heilungsprozess für diese Woche definitiv dazu. Falls du merkst, okay, jetzt habe ich Bammel, jetzt würde ich am liebsten einen Rückzieher machen. Ich würde mich hier auf der Stelle gerne verdrücken. Ja, stell dich diesen Dingen, denn das ist hier ganz, ganz wichtig, um deine Heilung abzuschließen. Wir haben hier der Briefkasten Nachrichten, Kommunikation und Austausch, Botschaften aus der geistigen Welt. Also du erhältst hier Botschaften über Zahlen, über Buchstaben, über Kennzeichen, über Musik, über Tiere, über das Wetter tatsächlich bekomme ich rein, ja. Und ich habe das Gefühl tatsächlich, dass hier Nachrichten auf dich zukommen, höchstwahrscheinlich auch in den Abendstunden. Vielleicht ist es hier auch, da musst du mal aufpassen bitte, ich habe hier für eine... kleinere Reisegruppe, das ist hier eine weibliche Person, ja, oder es können auch zwei weibliche Personen sein oder es ist irgendwie ein Personenkreis, wo hier nicht so ganz die Wahrheit gesprochen wird, ja, hier macht sich jemand viel, viel mehr Gedanken, wird das aber nicht unbedingt aussprechen dir gegenüber, weil du bist eben auch die Königin der Schwerter und du bist auch knallhart, ne, also ich habe dich hier auch die Woche knallhart drin, was du jetzt nach außen hin zeigst, ja, in dir muss das gar nicht so aussehen, in dir kann es sein, dass du wirklich hier traurig bist, dass du hier auch, ja, belastet bist, dir Sorgen machst, Gedankenkarussell, dieses ganze Gedöns, ja, und nach außen präsentierst du aber deine, ja, Königin der Schwerter-Modus, ja, dieses Straighte, dieses, ich erhebe mein Schwert, ich kämpfe, ich stehe auf, ich gehe weiter, ne. Du zeigst nach außen hin nicht, wie es dir wirklich geht. Das habe ich hier auch. Eventuell von diesem Personenkreis könnte auch irgendwie noch ein Geheimnis ans Licht kommen. Ja, es kann hier auch tatsächlich um etwas gehen, was man hier als Überraschung geplant hat. Also kein negatives Geheimnis sozusagen, auch ein positives Geheimnis, was du dann eben aber erfahren wirst. Ja. Ja, hier haben wir noch die Ganesha, das ist Gott der Weisheit und der Wissenschaftler, der Setzer und Beseitiger von Hindernissen. Und ich habe das Gefühl, die Hindernisse, die dir jetzt diese Woche begegnet, ja, das sind so wirklich mehr deine schwereren Gedanken oder auch wirklich Ängste, die dich hier blockieren, ja. Das sind die Dinge, die dir diese Woche wirklich als Hindernis im Weg stehen können, die dir auch so ein bisschen deine Balance rauben könnten. Und davon sollst du dich, und das ist ja das Schöne, darum gucken wir ja auch in die Karten, dass wir das jetzt wissen und dann kann man ja auch anders agieren. Ne? Dann kann man ja eben ja, sich nochmal bewusst machen, okay, ist das jetzt wirklich der Grund, warum ich jetzt Panik habe, ist der richtig oder ist das hier ein gesetzter Trigger, ja? Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass es aber darum geht, dass es hier leichter geht, dass es hier auch um Stabilität und Sicherheit geht. Es kann auch sein, dass du hier ein neues Jobangebot hast und du wirklich am Hin und Her überlegen bist und hier vielleicht auch dich gar nicht mehr melden möchtest. Ja, ich habe hier für die einen oder anderen, du lässt es einfach auslaufen oder du meldest dich da nicht mehr oder... ja, irgendwie so, ne, dass du dich da aus dem Staub machst. Also das aus dem Staub machen liegt hier bei dir definitiv für die Woche drin. Grundsätzlich ist aber auch hier ganz viel Weisheit in dir. Ich krieg rein, du weißt es besser, ja. Du weißt es besser. Das wird hier für die einen oder anderen wichtig sein. Und grundlose Sorgen, ne.
Ja, das ist hier dieses Gefühlschaos, ne? Diese Macht über Gefühle, die du jetzt auch wieder zurückerlangen möchtest. Ja, also du möchtest hier vielleicht auch jemandem gar nicht mehr diese Macht zusprechen. Du möchtest hier vielleicht auch jemandem die Macht entziehen. Hast dich da aber vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen selbst getäuscht. Ja, vielleicht hast du auch gedacht, okay, du bist schon viel weiter und ich wirf das nochmal so ein bisschen zurück. Das geht hier um einen Heilungsprozess, ganz ehrlich. Ja, das ist das, was ich euch sagen kann. Grundsätzlich haben wir hier so dieses Gefühlschaos, vielleicht auch im Zusammenhang mit einer Nachricht, mit einer Einladung, ja, oder auch mit einem Treffen, wo du am liebsten, vielleicht steht auch ein Termin an, ja, und du würdest ja am liebsten da gar nicht hingehen. Du hast Ängste, du hast hier Sorgen, ja. Und wir sehen, das ist aber unbegründet, denn hier kann etwas ins Gleichgewicht gebracht werden, hier kann sich etwas klären und hier kann es wirklich zu einer Meisterung von dir selber kommen. Das heißt, hier kommen neue Informationen zu dir, was ich durchbekomme, und es kommt hier ein Neubeginn sozusagen zustande, ne? Falls es hier um eine Nachricht geht, die dich hier, oder einen Termin geht, wo du einfach Schiss bekommst, ne? Es ist hier wirklich so ein bisschen, ja, es ist wirklich unbegründet. Ich muss es ganz ehrlich so sagen, ich habe hier keine wirklichen ernsthaften Sorgen, die du dir machen musst, ja, in dieser Angelegenheit, sondern es ist eher dein Gehirn, was dir einfach die Streiche spielt. Emotionalität kann die Woche auch noch wichtig werden. So, eine nehmen wir noch. Hier haben wir das Luftschloss, Vision und Illusion, Wahrheit und Realität. Ja, also ich habe das Gefühl, dass du manchmal nicht so ganz in deiner Situation ja, weißt, bist du jetzt auf dem richtigen Weg? Ja, ist das jetzt richtig? Ist das alles eine Illusion? Ist das die Wahrheit, was man mir hier präsentiert? Ja, oder kann ich dem vertrauen? Weil du fühlst dich hier auch so ein bisschen, ja, hinters Licht gefühlt, habe ich für einige, ja. Aber grundsätzlich liegt es hier schon sehr, sehr positiv in der Meisterschaft, ne? Dass hier jemand wirklich auch die Versöhnung mit dir möchte. Und auch ein ehrliches Gespräch, ne? Beziehungsweise Wahrheit und Klarheit, ne? Dafür steht das Ass der Schwerter. Und auch etwas, was fair ablaufen soll, ne? So auch diese Entscheidung, die hier jemand trifft, wirklich etwas in die Kommunikation zu dir zu bringen, ne? Es kann auch sein, dass es hier, wie gesagt, um mehrere Situationen geht, ist mir ja schon reingekommen, ne? Dass hier auch mehrere Dinge für dich wichtig werden können. Das kann auch sein, dass es in Bezug auf einen anderen Menschen oder auf eine andere Situation ist hier und trotzdem kommt hier jemand aus der Vergangenheit und möchte gerne eine Versöhnung mit dir. Das kann hier auch so sein, ne? Okay. Und hier haben wir es nochmal. Die göttliche Gerechtigkeit, Entscheidung, Fairness, Schutz, Gleichgewicht und Balance. Also ganz viel dreht sich hier um das Gleichgewicht, um etwas wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ich sehe hier, wie gesagt, du wirst ja auch deine Balance wiederfinden. Selbst wenn du sie kurzzeitig verlierst, wirst du sie relativ schnell wieder haben, ja. Und ich habe das auch so, du bist hier wirklich geschützt, ja. Und das hier ist auch, ja, diese göttliche Gerechtigkeit. Hier kommt auch eine Auszahlung, ne? Und das hat hier was mit einer Meisterschaft zu tun. Der Magier steht hier wirklich für eine Meisterschaft in diesem Reading. Wow. Ja, Vorsicht bitte so ein bisschen. Ich habe hier dieses Mal, habe ich tatsächlich auch so eine Verletzungsgefahr wieder drin. Es kann gerade, wenn es dunkel ist, irgendwie sein, dass du hier stolperst, dass du dich schneidest, dass du dich irgendwo stichst, aufratscht oder so, ja. Da habe ich so ein bisschen eine Gefahr drin liegen. Auch habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es hier um eine tiefe emotionale Heilung geht. Das heißt natürlich, kann es auch schon für den einen oder anderen in einer Situation sehr unangenehm werden, ja, dass du das Gefühl hast, boah, jetzt triggert es richtig doll, jetzt komme ich hier wirklich voll in die Panik, ja, und dann erinnere dich bitte an dieses Reading und wisse, alles ist okay, das gehört hier zu deinem Heilungsprozess, ja. Okay, schauen wir mal weiter. Ich bin gespannt, was sagen denn die Engel noch zu diesem Orakel hier. Suche nach einem Zeichen. Ja, also hier suchst du wahrscheinlich auch schon länger nach einem Zeichen in deiner Angelegenheit. Vielleicht schickt dir dieser Mensch aber auch schon die ganze Zeit Zeichen. Du weißt, da kommt was auf dich zu, ja. Und ja, wie gesagt, ob du das dann willst, das liegt bei dir. Ansonsten habe ich hier auch mit dem Blitz tatsächlich irgendwie das Gefühl,
dass du neue Antworten bekommst, dass hier neue Ideen auch in dir entstehen die Woche. Und vielleicht hast du hier auch einfach Angst. Angst vor einem gewissen Erfolg, ja. Vielleicht Angst, wirklich neue Schritte zu gehen. Aber hier sagt das Universum, go, ja. Hier passiert nichts Schlimmes. Das sind deine Ängste. Meditation bringt Antworten. Ja, haben wir ja schon gehabt, ne, dass ich dir gesagt habe, Meditation, die Natur scheint ja auch wichtig zu sein und bringt dir neue Antworten. Und wir haben hier tatsächlich nicht der richtige Zeitpunkt. Also es kann sein, dass für dich hier auch zum Beispiel eine Einladung, ein Treffen nicht der richtige Zeitpunkt ist. Du wirst das absagen, ja. Oder du entscheidest dich hier aufgrund von eben Gedankenkarussell, Gedankenknast, ja, du hast keinen Bock, du bist K.O., du bist erschöpft, dass du hier irgendwo ja, dich herausziehst, ja, weil es für dich im Moment nicht der richtige Zeitpunkt ist. Das ist das, was ich bekomme. Ich möchte hier nochmal runter gucken. Hier ist der Kompromiss. Ja, man wird das dann wieder nachholen, ja, also angenommen, du gehst irgendwo oder du bekommst eine Nachricht, ja, dich lädt man ein, man möchte mit dir kommunizieren, kann es sein, dass für dich in dem Moment nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil du vielleicht kurzzeitig auch aus deiner Balance gekommen bist. Man wird hier aber einen Kompromiss finden, dass man dann wirklich einen Termin findet, wo beide ja, gleich stark reingehen sozusagen. Ja, also auch das haben wir hier. Ach ja. Auch könnte es sein, dass du dir Sorgen machst, dass irgendwas nicht klappt diese Woche. Ja, und hier sehen wir aber, es wird klappen. Ja, das haben wir hier auch. Vielleicht ist auch für dich irgendwas anderes, nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, du würdest am liebsten sagen, nee, das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt auch keine Entscheidung treffen. Aber du hast vielleicht auch gar keine andere Wahl. Vielleicht musst du auch eine Entscheidung treffen, ja. Du bist ja aber geschützt, das darf ich dir sagen. Und vielleicht ist es auch wichtig, wirklich dich mit Meditation einzustimmen oder auch nach einem Zeichen zu suchen, ja, für dich selber. Das habe ich hier auch noch für den einen oder anderen. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir den Maulwurf. Ja, Erdung. Es ist Zeit, sich aus festgefahrenen Strukturen zu lösen. Gehe von deinem Verstand in dein Herz. Nutze deine geistigen Sinne und spüre. Das ist genau das, was dieser Heilungsprozess mit dir macht. Ja, das sind diese Ängste, die hier eventuell hochkommen, eine Panik, die auftaucht, schlaflose Nächte, die die Woche dich begleiten können. Allerdings ist das einfach nur stumpf dein Heilungsprozess. Und wie gesagt, in Verbindung mit Nachrichten kann es auch sein, dass du hier wirklich aufgefordert bist, erstmal zu meditieren, nicht sofort zu reagieren. Lass es dir ein bisschen durch den Kopf gehen und dann gehe in dein Herz. Was ist das Richtige für dich, ja? Ja, dann haben wir noch die Käfer und der Kakerlake. Das ist hier die Reinigung. Es ist Zeit, innezuhalten, nach Hause zu kommen, die dunklen Ecken und Winkel zu betrachten, komme mit dir selbst ins Reine. Also hier geht es ums... Ich kann es immer nur noch wiederholen und ich wiederhole mich jetzt auch noch 15 Mal wahrscheinlich, weil es hier wirklich darum geht, dass du heilen wirst. Ja? Hier ist ein Abschluss von einer Heilungssituation. Du hast etwas, du kannst etwas hinter dir lassen mit dem Ast der Schwerter. Etwas, was dich lange belastet hat. Etwas, wo du dich auch nicht stellen wolltest. Mit den Sieben der Schwertern, ja, und das wirst du jetzt tun. Und vielleicht glaubst du hier auch nicht an irgendeinen guten Ausgang, ja, hast hier wirklich so den Verstand, der dir immer wieder sagt, nö, das kann gar nicht sein, das wird nie passieren. Aber doch, wir haben hier wirklich einen guten Ausgang drin. Also es ist wirklich eine gute Energie. Außer, dass man sagen muss, hier werden Ängste getriggert und wir wissen alle, wenn wir vor etwas Angst haben, und das gilt auch mir als Kartenlegerin so, ja, dass es einen dann in einem Moment vielleicht auch kurz zerreißt, ja. Bei mir zum Beispiel ist das ganz speziell in Bezug auf meine Tiere, ja, und weil sie eben auch nicht gesund sind und wenn dann irgendwas ist, dann ist es wirklich so, dass ich da auch in meine Panik gerate und das war auch eine Situation vor gut einer Woche, wo mir dann diese Angst, diese Panik, mein Gehirn komplett aus, also es war komplett aus, ich habe nur noch irgendwie agiert und in meiner Panik dann eine Freundin angerufen und habe sie gebeten, kannst du bitte Karten legen, weil ich wie eine Bekloppte war in dem Moment, weil diese Panik, die macht was mit einem, ja, und
Hinterher habe ich gedacht, okay, es war alles gut. Ne? Also es war eigentlich nicht so schlimm, aber das war ein gesetzter Trigger, weil ich weiß, das gehört zu meinem Heilungsprozess und sowas kann euch diese Woche begegnen. Ja? Und da seid ihr vorgewarnt jetzt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Information, denn dann können wir besser damit umgehen. Wenn uns jemand schon gesagt hat, das kommt, ja, mach dir keine Sorgen, es ist alles okay, du bist hier geschützt, es passiert nichts. Ja, es sind rein nur deine Gedanken, dein Kopf, der dich, ne, Punkt, 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 Punkt. So, nee, wir nehmen noch eine. Hier haben wir den Hirschkäfer, das ist der Wachstum. Eine Wachstumsphase kündigt sich an. Du wirst viele Erkenntnisse gewinnen und neue Kräfte in dir entwickeln. Und auch das gehört hier zu deinem Heilungsprozess, denn du wirst neue spirituelle Fähigkeiten bekommen, ja, das bekomme ich hier auch rein. Du wirst hier mehr Botschaften bekommen, du wirst eine neue Fähigkeit in der Spiritualität erlangen. Vielleicht bekommst du viel intensivere Botschaften oder du kriegst das Hellhören dazu, das Hellriechen, das Hellsehen, was auch immer, ja. Das kriege ich hier auch rein. Ja, ansonsten habe ich hier auch noch so ein bisschen die Reinigung von zu Hause. Ne? Es kann sein, dass du hier wirklich mal reinigen solltest wieder, dass du hier auch, ich habe hier für einige tatsächlich ein bisschen Vorsicht. Ich habe hier eine Schimmelproblematik, die mir hier durchkommt im Häuslichen. Ja, da solltest du wirklich mal gucken, auch in den Ecken, ja, Ecken und Winkel. Und auch für einige habe ich hier sowas wie ein Silberfischproblem oder, ja, für die meisten wird es so Silberfischgedöns sein, ja. Kann aber auch andere Käfer sein, die sich irgendwie bei dir eingenistet haben und da kann es auch zu einem Wachstum kommen. Das heißt, du wirst dann hier irgendwie Krabbelkäfer irgendwie finden. Guck mal so ein bisschen in deine Ecken, achte darauf ein bisschen. Ja, das wird jetzt hier wirklich nur vielleicht für zwei Leute wichtig sein. Das ist aber eine Randinformation, die ich einfach durchbekomme und deswegen gebe ich sie auch durch. Ne? Und das konnte man vorher nicht sehen unbedingt. Okay. Schauen wir noch auf die Naturbotschaft. Achso, die Buchstaben H, M und K können wichtig sein. Dann haben wir, ich vertraue dem ewigen Kreislauf von Sterben und Werden. Ja, und hier kann es natürlich auch um eine Verlustthematik gehen, ja, worüber du dir Gedanken machst. Ja, es kann hier auch, ich habe das Gefühl, dass diese Ängste und diese Sorgen und dieses Traurige, das darf jetzt wirklich sterben und du darfst hier in die Wiedergeburt gehen. Das zeigen hier die Karten. Natürlich kann es auch sein, dass eine Verbindung mit einem Menschen nicht mehr existiert, ja, und jemand vielleicht auch in den Rückzug gegangen ist, jemand wirklich auch vielleicht verstorben ist, ja, und hier sehen wir aber, natürlich, wenn jemand verstorben ist, wird er hier auf 3D nicht wieder zurückkehren, anders, dieser Mensch ist, diese Seele ist trotzdem bei dir, ja, aber es ist natürlich was anderes, wie wenn du diesen Menschen vor dir stehen hast, ne. Gleichzeitig habe ich hier aber eben auch so eine Ex-Partnerschaft, jemand aus der Vergangenheit eventuell, wo eben etwas kaputt gegangen ist, wo etwas gestorben ist, das kann wieder ins Werden kommen. Die Chance besteht zumindestens, ja. Und ja, bei Menschen, die eben jemanden haben, der verstorben ist, habe ich auch so, dass du das, dass du da wirklich ins Vertrauen kommst, dass es in Ordnung so ist und dass du auch weitergehen darfst, dass du dein Leben weiterleben darfst. Ja, auch hier kündigt sich wirklich eine Wachstumsphase an und vielleicht lernst du auch jemanden Neues kennen und du hast hier immer Zweifel, ne? Ist das jetzt richtig, was ich da tue? Oder du hast vielleicht ein schlechtes Gewissen oder sowas, ja, und da ist auch nochmal dieses Vertrauen darauf, dass es völlig in Ordnung ist, ja, deine Entscheidung, die du triffst, hier hast du auch einen Schutz von jemandem, der verstorben ist, das bekomme ich hier auch ganz klar rein. Dann haben wir hier die Hainbuche, voller Schwung, wirklich aus meiner Mitte heraus. Ich lebe in meinem eigenen natürlichen Rhythmus. Ja, und für dich wird dieser richtige Zeitpunkt kommen, ja, wo du sagst, jetzt bin ich bereit dafür. Vielleicht ist das auch noch ein Thema für den einen oder anderen, ja. Du wirst hier auf jeden Fall in das Wachstum kommen. Und generell ansonsten sehen wir hier,
Das ist, wie gesagt, außer dieser gesetzte Trigger, der vom Universum kommen kann, hier grundsätzlich recht schwungvoll durch die Woche geht. Ja, das haben wir hier auch noch. Und hier haben wir noch die Ulme. Ich akzeptiere meine Grenzen und bin offen dafür, mir helfen zu lassen. Ja, wenn du dann merkst, okay, du kommst hier mit irgendwas nicht so richtig klar, dann kannst du wirklich auch Menschen anrufen oder deine Freunde um Hilfe bitten. Ja, es ist aber auch so, dass es natürlich für die einen oder anderen schon auch mit dem, gerade mit dem Mond, ja, und den Sieben der Schwertern, kann es hier auch um etwas Psychisches gehen, ja, was ich hier reinbekomme. Und falls du da wirklich unter stärkeren Depressionen leidest, ja, stärkeren depressiven Episoden, dann wäre es hier auch wirklich ratsam, dir professionelle Hilfe zu holen, ja. Und auch das wird dir helfen, hier in dein Wachstum zu kommen und wieder diesen Schwung, die Kraft, den Elan zu bekommen, hier in eine neue Richtung durchzustarten, ja. Ansonsten hast du hier natürlich auch das Thema der Grenzen setzen, ja, auch da wächst du über dich hinaus, ja. Du ziehst dich hier auch raus, wenn es dir zu viel wird. Das habe ich ja auch für den einen oder anderen. Auch das gehört hier zum Lernprozess, zum Heilungsprozess, ja. Auch sehr spannend. Gut, dann schauen wir auf die Zeitkarten. So, sie ist gefleasht. Hier haben wir die 9. Etwas geht zu Ende. Ja. Das habe ich schon gesagt, ne? Die 9 haben wir jetzt in dreifacher Bestätigung. Vielleicht siehst du häufig die 9, ja, oder die Zahl 99. Es kann sein, dass die dir immer wieder auftaucht irgendwo, ja. Das ist ja auch nochmal eine wichtige Botschaft für den einen oder anderen. Wenn dir diese Zahl jetzt im Moment sehr viel begegnet oder du vielleicht auch die 9 im Geburtstag hast, im Geburtsdatum meine ich, ne? Ja, Geburtstag ist ja das. Ein bisschen durcheinander, ihr Lieben. Dann ist das hier für dich auch nochmal eine wichtige Botschaft. Auch die Zahl 99, vielleicht ist es deine Hausnummer, ja, kann hier für dich wichtig sein. Grundsätzlich geht es hier um ein Sterben und um ein Werden, ja. Und hier sollen Ängste sterben. Auch der Samstag könnte für dich wichtig sein, ja, also die Zahl 79, 97, vielleicht ist das auch noch wichtig oder auch die Zahl 7 könntest du häufig sehen, vielleicht ist auch am Samstag etwas und hier haben wir noch die 87, die 89, die 86 bekomme ich auch noch rein und die 78, 79, diese Zahlen könnt ihr variieren, ja. Hier haben wir noch den Skorpion. Hier geht es um heile die Wunden. Das ist das, was ich gesagt habe, ne. Löwenzahn steht auch für das Loslassen, für den Neubeginn, ne. Also genau das ist hier auch quasi die Botschaft. Und hier passiert was Neues. Entweder von dir aus oder von einem Menschen aus, ne. Für viele ist es hier ein Gegenüber, der hier mit dir jetzt endlich ein klares Gespräch führen möchte. Gut. Hier haben wir die Jungfrau. Ach ja, wenn die Karten nicht runterfliegen können, dann sind sie nicht glücklich. Fische, Krebs, Stier, Löwe und Skorpion. Im Unterdeck habe ich hier Steinbock. Also Zwillinge, Waage, Wassermann, Löwe, Widder und Schütze sind auf jeden Fall auch dabei. Und die ich jetzt genannt habe, für diese Sternzeichen kann das ein wichtiges Orakel sein. Ja, oder vielleicht hast du auch eins dieser Sternzeichen häufig in deiner Chart oder in deinen Aszendenten, ne? Oder dein Gegenüber, dann kann es ja auch noch ein wichtiger Impuls sein. Aber es kann auch sein, wenn dein Sternzeichen jetzt gar nicht benannt wurde, dass das trotzdem hier dein Reading ist. Die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht immer passen, ihr Lieben. Ja. So, jetzt gucken wir noch, was wir hier für eine schöne Botschaft kriegen. Also wir haben hier schon mal einen Würfel. Hier ist das S. Oh, wir haben den Gipsfuß. Ja, der Gipsfuß, das ist so diese Verletzungen, ne? Die hier wirklich, heile die Wunden. Aber bitte auch Vorsicht, wirklich, hier kann es wirklich zu Verletzungen kommen, ja? Also, dass du umknickst, dass du stolperst, dass du den Kopf einhaust. Ich weiß es nicht, wo ein Verband wirklich drauf muss, ja? Sowas habe ich ja auch für die Woche als Gefahr mit drin. Okay. So, das S haben wir, das A haben wir, das B, das P, das J,
das U, das D, das N, nee, das Z, schuldig bitte, nicht das N, das Z und das C. Also, ja, hier haben wir auf jeden Fall den Namen Sau. Es kann sein, dass wirklich der Name Sau in einem Ort bei dir vorkommt. Ja, dass diese drei Buchstaben quasi irgendwie zum Beispiel Saushausen oder so, ja. Dann wäre Sau mit drinne. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja. Ansonsten können das hier natürlich Anfangsbuchstaben sein oder von dir oder von einem Gegenüber oder eben Orte, ne, mit denen du es zu tun hast. Ich kriege ja auch noch Bus rein, also vielleicht hat jemand auch was mit einem Bus zu tun, vielleicht fährt jemand auch einen Bus, ja, oder du hast mal mit diesen Menschen eine Bustour gemacht oder du planst eine Bustour, bist dir auch unentschieden, willst du das machen oder nicht, ja, auch sowas kann es sein. Hier haben wir die Walflosse, hier geht es tief, emotionale Heilung der Fische. Sprechen auch nochmal dafür, ja. Auch finanzielle Themen, die hier eine Rolle spielen können, die dir Sorgen gemacht haben, können sich hier definitiv verbessern, ist aber dein Zutun mit gefragt, ne? Also konsequente Entscheidungen. Nicht davonlaufen. Das bringt nichts. Kann auch sein, dass du zum Beispiel, kriege ich jetzt rein, eine behördliche Nachricht bekommst, ja, und du legst das erstmal weg. Ja, und du willst dich am liebsten überhaupt nicht drum kümmern, weil dir macht das Gehirnwuling, ja. Vielleicht weißt du nicht, wie du was ausfüllen musst oder so. Lass dir da auf jeden Fall helfen oder hol dir da Hilfe von einer Freundin oder von professionellen Menschen, die sich damit auskennen. Aber leg es nicht einfach an die Seite, sagt das Universum. Ja, das bekomme ich auch noch rein. Ja, hier haben wir den Hirsch, das ist er hier. Da wird sich jemand auf den Weg machen zu dir. Dieser Mensch ist hier... Jemand, der nicht losgelassen hat, ja, jemand, der hier immer noch an dich denkt. Wie gesagt, für einige ist es so, dass du das aber nicht mehr willst, ja. Hier haben wir den Herzschlag, das sind die, natürlich diese Ängste, diese Panikattacke, die da eventuell auf einige von euch zukommen könnte, ja. Wo du jetzt aber weißt, alles wird gut, gehört zum Heilungsprozess. Hier haben wir die Musikbotschaften, Geige. Vielleicht spielt auch jemand von euch Geige, das kann auch möglich sein. Hier haben wir den Hund. Ja, entweder hast du ein Haustier, du hast einen Hund oder es geht hier auch eben um eine Seelenpartnerschaft oder auch um die Loyalität, die du vielleicht auch in Frage stellst von diesen Menschen, ja. Da, weil es ein allgemeines Reading ist, ihr Lieben, bitte hört da auf eure Intuition, auf euer Bauchgefühl, ja. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Hier habe ich jetzt niemanden drin, der wirklich sagt, der will dich hier verarschen oder so. Das habe ich hier nicht liegen, ja. So, wir haben den Engel. Das sind natürlich die Engelsbotschaften noch. Dann haben wir hier den Elefanten. Das ist auch immer dieser Zusammenhalt, ne? Dieses, ja, im Endeffekt auch diese Harmonie, diese Zusammenhalt. Ne, das könnte auch sein, dass du dich hier irgendwie alleingelassen fühlst. Ne? Also das habe ich ja auch für den einen oder anderen. Aber hier geht es darum, dass man hier zusammenhalten möchte. Ne? Hier haben wir noch ein Tier, das ist eine Katze. Also vielleicht hast du Hund und Katze zu Hause. Hier haben wir nochmal einen Hund. Vielleicht hast du auch drei Haustiere. Oder, also zwei Haustiere kriege ich hier definitiv rein, vielleicht hast du aber auch drei Haustiere. Zwei Hunde, eine Katze oder andersrum, ja. Auf jeden Fall mit der Katze steht das hier auch für einen tieferen Sinn. Es geht hier um dein Wachstum, es geht auch um diese Intelligenz, ja. Also Katzen sind sehr intelligent, das ordne ich ihm auch hierzu, dir aber auch. Auch du bist sehr intelligent und du weißt ganz genau, was du willst und was du nicht mehr willst. Und dafür wirst du auch einstehen, ja. Hier haben wir das Blatt, hier kommt etwas zum Erblühen und jetzt haben wir hier noch die Fledermaus, die natürlich für die Schattenthemen stehen, ja, die hier sich nochmal angeschaut wird. Also das ist dieser Triggerpunkt, ja. Aber, gut, vielleicht siehst du auch tatsächlich irgendwie eine Fledermaus, dann wäre das hier für dich auch nochmal eine Botschaft, ne. Jetzt habe ich hier auch noch, irgendwie kriege ich das Wort sauber. Und hier haben wir nochmal diese Reinigung, ne, von dem Käfer und der Kakerlake. Und es kann wirklich sein, dass du irgendwie beim Saubermachen auch irgendwie so einen Käfer oder sowas entdeckst. Schau da mal ein bisschen genauer nach. Für den einen oder anderen kann es dir wirklich wichtig sein. Es wird nur, wenn überhaupt,
ganz wenige betreffen, ja? Also bitte keine Panik bekommen, dass da irgendwas jetzt bei euch wächst oder sonstiges. Aber ich habe hier, wenn dir irgendwas auffällt, auch beim Saubermachen, ne, gucke mal ein bisschen intensiver und auch genauer. Und schau mal, was das auch ist, ja? Also am besten guckst du dann, was das ist für ein Tier. Ne, wenn du jetzt einen Silberfisch hast, ja, dann, ich meine, Silberfische sind meistens irgendwie da, wo Feuchtigkeit ist, ne? Aber weil wir auch hier so ein bisschen die Schimmelproblematik mit drin hatten, schau da wirklich mal genauer nach, ja? Okay, ihr Lieben. Ansonsten kann es auch natürlich sein, dass du dich jetzt von diesem Schimmel und sowas befreist, dass du es zum Beispiel schon weißt, ja, und du hast jetzt vielleicht auch schon gewisse Dinge vorgenommen und bist jetzt hier wieder in der Sauber sozusagen, ja, das kann ja auch sein, weil wir auch die Welt haben mit dem Abschluss, ne. Gute Schnäppchen im Internet, ihr Lieben, auch das ist diese Woche definitiv möglich, etwas, was du günstig ergattern kannst. Kann auch etwas für dein Haustier sein, bekomme ich auch rein. Ja, damit würde ich sagen, belasse ich es, ihr Lieben. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.